Hey, hallo zusammen. Schön herzlich willkommen zu Rhyme. So, ich habe mal eben für das Intro den Ton ausgeblendet. Rhyme ist, ich habe hier mal eine Geschichte aus Steam. Ich weiß eigentlich auch nichts über das Spiel, außer ich habe auch noch nicht mehr gesehen als ihr jetzt hier, aber ich finde, es hat schon jetzt eine wunderschöne Optik und sieht klasse aus. Und ich hoffe, das ruckelt nicht. Bin mir da gerade momentan nicht so sicher. Oh, könnte minimal flüssiger sein. Ich habe es mal auf hoch eingestellt. Das sollte aber funktionieren, denke ich mir. Und es ist unter anderem von Tequila Works, die wir von Sexy Brutal kennen. Und es ist ein Puzzle-Adventure. Finde ich, wie gesagt, eine bezaubernde Grafik, tollen Soundtrack und also laut Spielbeschreibung, ein Land voller Geheimnisse liegt vor dir. Erkunde die wunderschöne, aber schroffe Welt von Rhyme. In Rhyme spielst du einen kleinen Jungen, der nach einem stürmischen Wolkenbruch auf einer mysteriösen Insel erwacht ist. Du erblickst wilde Tiere, in Vergessenheit geratene Ruinen und einen majestätischen Turm. Einen majestätischen Turm, den du unbedingt aus der Nähe betrachten möchtest. Mit Hilfe deines Verstandes, deinem unbändigen Willen und der Unterstützung eines Fuchses musst du die geheimnisvolle Insel erkunden, die Turmspitze erreichen und sorgsam gehütete Geheimnisse aufdecken. So, und das können wir jetzt ja mal zusammen versuchen, würde ich sagen. Erwähne es eben einmal kurz, ich mache das gerade im Stream, aber ich habe Follower-Mitteilungen und alles ausgeblendet, weil das würde, glaube ich, komplett stören in diesem Spiel. Ich würde da ganz gerne eintauchen, ihr wahrscheinlich auch. Und Chat fehlt deshalb auch. Für eine Cam habe ich mich trotzdem entschieden, das kann ja jetzt so schlecht nicht sein. Mal ein kurzer Hinweis an den Chat, wenn das ruckelt für euch, sagt mir mal Bescheid, dann habe ich ein Aufnahmeproblem, wie bei Prey. So, ansonsten fangen wir mal an. Guck mal, die reagieren ja auf mich. Machen das die Krebse auch? Ach, wie süß. Und das machen wir nochmal. Ja, die buddeln sich ein. Ist ja cool. So, ich kann irgendwie, ich kann mich abrollen. Nee, ich kann springen. Rollen kann ich mir irgendwie angeblich auch. Ah, so. Und ich kann rufen. Ich schätze mal diesen Fuchs, den ich noch suchen muss. Und optisch finde ich es halt jetzt schon sehr schön, muss ich sagen. Ich werde ja wahrscheinlich wohl schwimmen können. Wir gehen da mal rein. Oh, das sieht so erfrischend aus. Es ist so, also hier geht's eigentlich jetzt vom Wetter her. Ich bin mal gespannt. Die Rätsel sollen nicht so schwierig sein, glaube ich. Aber es ist... Gut, jetzt wo ich das schon gesagt habe, ist ja doof, wenn die... Ja, ich komme hier nicht hoch. Das erste Rätsel ist schon mal schlecht für mich gerade. Ich muss doch hier hochkommen, oder? Ach so. Ja. Alles klar. Wir kriegen das in den Griff. Bin mir ganz sicher. Es sind auf alle Fälle Screenshot. Mehr Türme anscheinend. Ich wollte eigentlich zu dem Turm da hinten hin. Wow. Ah. Hat wohl gespeichert eben. Na, gucken wir mal. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass meine Aufnahme das verkraftet. Ah, eine kleine Eidechse. Guck mal. Na, du. Na, Exi? Guck mal, die ist gar nicht scheu. Und so wie gesagt, sonst habe ich keine Idee, worum es geht. Aber so ein Spiel jetzt mit Wasser bei den Temperaturen ist ja echt schon irgendwie gemein, oder? Sind das Kaninchen? Das sind doch Hasen oder so, oder? Kann ich da irgendwas mitmachen? Ich rufe mal. Aha. Er summt. Okay, da kann ich nicht hoch. Kann man das Obst mitnehmen hier?
Okay. Ach, wie süß. Na? Das letzte Mal, als ich einen Witch schon gesehen habe in einem Spiel, war das nicht so cool. Aber okay, die sind anscheinend friedlich. Okay, ich kann die anscheinend füttern. Ich weiß gar nicht, ob das... ja, ich schätze mal, keine Ahnung. Wachsen die dann und... Okay, die haben mich jetzt auf jeden Fall lieb. Ihr habt noch keine Idee, wo ich mit denen hin muss. Aber die werde ich jetzt nicht mehr los. Na, komm her, oh, ist das süß. Oh, ist das knuffig. Wir nehmen die jetzt erstmal mit. Ja, klasse, neue Freunde. Ja, keine 5 Minuten im Spiel, schon neue Freunde gefunden. Oh, hallo. Ich habe das Gefühl, ich muss die alle einsammeln. Da gucken wir uns doch mal um. Ja, was mache ich denn jetzt mit den Schweinen? Nee, da scheinen sie mir nicht weiter zu folgen. Dann bringen wir die doch mal hier zu dem Brunnen vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass die Schweine Treppen steigen können, ne? Ich hätte jetzt sonst versucht, das Obst hier in... Oh, ich kann irgendwas machen. Dann gleich mal runtergehen und gucken. Aha. Einer wurde aktiviert. Müssen wir das mehrfach machen, was? Ach komm, hier, nimm doch nochmal das Obst. Bitte schön. Guten Tag mal. Und kann ich jetzt auch nochmal rufen? Okay. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der verschwindet. Ach toll, wenn ich kein Obst habe, wollt ihr von mir auch nichts wissen, was? Ihr Schweine. So. Wenn ich zwischendurch mal debil grinse, liegt das am Chat. Ja, okay, gut. Es gibt also auf alle Fälle 4 Stück davon, denke ich mir. Und... Ob die Löcher hier auch noch eine Bedeutung haben? Guck mal, denn so ein kreisrundes Loch von in dem Felsen da. Guck mal, Schweinchen ist. Eins ist schon wieder nach Hause gelaufen. Gucken wir uns mal eben hier um. Achso, hier komme ich ja her. Dann müsste ich ja hier eigentlich einen Blick auf meinen Startpunkt haben, ne? Ich glaube, das wird ein ganz ruhiger Abend werden. Aha. Ist da eine Scherbe drauf oder ein Schmetterling? Okay, eine von vielen Scherben. Mal gucken, ich weiß auch nicht, ob ich dann später noch irgendwelche anderen Fähigkeiten oder sowas kriege. Das sieht aus, als könnte ich da zu Tode stürzen. Ob ich da springen kann? Das war aber knapp. Na komm. Jetzt hoch. Ah, okay. Nee, das sieht mir jetzt aber hier zu ungesund aus, oder? B drücken. Ah, okay, alles klar.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt schon viel zu weit laufe. Gut, wenigstens kein... Wenigstens kein Schrei oder sowas. Das hätte ich jetzt ja auch brutal gefunden. Okay, ich würde jetzt mal annehmen, ich komme hier noch nicht rüber. Glaube ich. Ich müsste erst so eine... Keine Ahnung. Nee. Ich gehe davon aus, dass ich hier nicht rüberkomme. Wir versuchen es noch einmal, auch wenn mir der Junge langsam leid tut. Ich springe mal ein bisschen später, noch einmal. Ein Grippchen für alle. So. Ah, einfach später springen. Ich springe ja mal viel zu früh in Jump'n'Run-Spielen. Dann ist das hier vielleicht nur so ein unbedeutender Nebenturm. Gehen wir erstmal dahin und gucken? Ich glaube, ne? Machen wir das. Ach so, und ich werde mich jetzt auch nicht verabschieden. Ich werde dann einfach irgendwann schneiden. Ne? So, und da, wenn man das am Stück anguckt, ist das vielleicht ganz besser. Und ich weiß auch nicht, noch nicht genau, wie lange ich die Folgen mache. Soll aber keine Unhöflichkeit meinerseits sein. Toll, der hätte jetzt gerne ein Foto von gehabt. War schnell gelaufen. Ob das der Fuchs ist? Ich habe gesehen, dass es was mit zwei Beinen ist, aber ob das der Fuchs ist? Das ist auf alle Fälle eine Erscheinung, der ich wahrscheinlich jetzt öfter mal folge, die mir vielleicht Hinweise gibt, wo ich hin muss. Hier haben wir noch so ein... Das ist kein Hase, das ist ein Fuchs. So, kann man das verfolgen hier? Irgendwie? Da vorne. Ob ich hier abkürzen kann? Junge, du hast dich gut gefangen. Namen hat er auch nicht, ne? So, was hier links? Hier, nee, hier war nichts. Nee, wir müssen jetzt hier zurück. Vielleicht können wir ja... Nein, können wir nicht. Ah, guck mal, jetzt hat es beim ersten Mal funktioniert. Geht doch. So langsam gewöhne ich mich wieder dran. Es ist ja auch nicht als Jump'n'Run gedacht, das Spiel. Ein freundliches kleines Puzzlespiel, aber es erinnert mich so von einer groben, ganz groben Machart, so wirklich an Firewatch oder an Abzu. Beides echt schöne Spiele, wo man wirklich mal so ein bisschen eintauchen kann. Eigentlich ideal nach einer stressigen Woche. So, da haben wir uns unseren zweiten. Wir können ja erst nochmal weitere suchen. Ich weiß immer noch nicht genau, was es da mit dem Obst gerade auf sich hat. Ich hab doch einen Frosch gehört. Da hat mir noch was angequakt. Das sieht ja toll aus, ne? Moment, diese... Ja? Okay, alles klar.
Da muss ich wohl mein Obst holen. Und dann, keine Ahnung, entweder hat er mich dann lieb oder wir locken ihn weg, eins von beiden. Na, Schweinchen? So. Es ist so knuffig. Ach Gott. So, guten Tag. Ey, schau mal, die hat mir die einfach aus der Hand geboxt. Gibt's doch gar nicht. Unverschämtheit. So, dann wollen wir hier jetzt nochmal. Ich mag sowas ja. Ich krieg da wieder meinen zufriedenen Gesichtsausdruck. Fast gestolpert. Na ihr? Ach guck mal, jetzt trollt er sich da von dann, ja? So, so. Dasselbe Spielchen nochmal? Nö, ne? Nur hier ist ja auch Obst. Ich frag mich, was dieses... sieht ja auch schön aus, ne? Auch der Himmel sieht ja toll aus, ne? Funkelt ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel, aber ist schön. Ja, irgendwo kommen wir da bestimmt auch mal runter. Was? Achso, Entschuldigung. Und das scheint dann ja der Turm zu sein, wo wir hin müssen. Vielleicht brauchen wir doch nochmal Obst. Sieht so aus. Irgendwie brauchen wir nochmal Obst. Ich weiß auch noch nicht wofür. Kommt mal mit. Ja. Alle mitkommen. Alle mitkommen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ihr kommt mal mit, bitte. Ach, kommt ihr nicht? Ja, dann nimm nochmal Obst hier. Entschuldigung, dass ich das mal an den Kopf werfe. Das ist nicht so richtig nett, aber... Dann gucken wir doch immer eben hier. Ja, dahin muss ich hin. Da ist wieder diese Person im roten Cape. Die ist ziemlich groß, ne? Ob ich hier einfach runter kann? Au! Okay. Ich habe mir jetzt auch überhaupt gar keinen Kopf gemacht, wie ich wieder zurückkomme, ne? Achso, man hätte einfach da den Berg runtergehen können. Gut, ist in Ordnung. Aber es ist ja, es kann ja jeder. Ich weiß, dass ich hier wieder zurücklaufe. Ich will trotzdem gucken. So, das... Das wollte ich nicht. Aber das Rollen habe ich komplett vergessen. Mal gucken, wann ich das brauche. Och, das Schweinchen hat Angst vor mir. Das ist weggelaufen, das arme Ding. Okay, hier ist aber der letzte, den ich brauche. Oh, Wasser, schön. Oh, wie cool! Was? Ah, mit A tauche ich wieder auf. Warum habe ich eine Sauerstoffanzeige? Gluckert der irgendwann mal? Nö, der wird hier nicht ertrinken. Das wäre auch blöd irgendwie. In so einem Spiel, finde ich. Da will man ja nicht ertrinken. Die Kamera ist ein bisschen arg nah dran, finde ich. Oh doch, ich glaube, ich brauche Sauerstoff. Fühlte sich so an eben. Na, Lady in Red. Irgendwie assoziiere ich das aber von der Farbe her mit einem Fuchs. Guck mal. Ich kann mir nicht helfen. Kann man hier rauf? Nee. Kommen wir hier irgendwo rauf? Das sieht auch noch zu hoch aus. Ah, hahaha.
So, ja, und dann kommen wir hier hoch. Ja, da ist eine Kante. Sehr schön. Guck mal, sofort wieder trocken. Aha. Ich mag das ja mit der Tiefenunschärfe, ne? Die kann man auch abschalten, aber ich finde sie sehr schön. Sekunde mal eben.